Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Size Barbecue. Ja, ihr Flammenkünstler. Heute habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht. Und zwar befinden wir uns in der Schwedenwoche. Was muss man in Schweden auf den Tisch bringen? Natürlich Fisch. Heute das Thema wird sein Pinwheels vom Ludemeer mit einem schönen Fenchelgemüse, was abgeschmeckt wird mit Gin und Ahornsirup. Ja, nicht lang schnacken. Direkt loslegen. Und natürlich starten wir gleich mit dem Ludemeer. Diesen habe ich vorher entschuppt und jetzt werden wir hergehen und uns hier die Flossen etwas abtrennen. Andere Seite auch. Ist natürlich jetzt ein kleiner Ludemeer. Bei einem großen ließen sich bestimmt auch Pinwheels machen, aber das muss ja auch gegessen werden. Und da ich den ganzen Spaß sowieso nicht essen kann, aufgrund meiner Fischallergie, schenke ich mir das. Also, wir legen den vor uns hin und fangen hinten an der Fischflosse, an der Hinterseite an und arbeiten uns nach vorne der Wirbelsäule entlang. Zum Kopf des Fisches. So. So sieht das Ganze im Idealfall aus. Jetzt drehen wir den um. Und machen das gleiche Prozedere auf der anderen Seite. So. So sieht das Ganze dann im Idealfall aus. Und jetzt können wir uns überlegen, machen wir sie ab oder lassen wir sie dran? Ich werde mich entscheiden fürs Dranlassen. Dann gehen wir her und machen ganz feine Schnitte in die Haut. Nicht wirklich tief, nur versuchen die Haut einzuritzen, damit die Aromen gleich besser ins Fleisch eindringen können. Andere Seite ebenso. So. Und dann können wir auch schon hergehen und die Gräten ziehen. Die müssen wir erfühlen. Bei so einem jungen Wolfsbarsch sind die natürlich relativ schwierig zu ertasten. Da ist noch eine. Andere Seite genauso. So, Gräten am Fleisch sind raus. Jetzt gehen wir her und schneiden uns auch die Bauchgräten hier raus. Hätte ich mir doch besser ein flexibles Messer genommen, dann würde mir das jetzt wahrscheinlich ein bisschen leichter fallen. Andere Seite genauso. So. Die Gräten sind raus. Und nun gehen wir her und rollen uns den Fisch auf. Andere Seite genauso. Sehr schön, die Flosse, die können wir uns jetzt hier so an der Seite ein wenig rumlegen. Und et voilà! Der Fisch steht soweit. Dann könnt ihr euch überlegen, fixiert ihr den mit Zahnstochern? Dann gibt das Ganze etwas Stabilität. Nun haben wir hier einmal ein paar gemischte gehackte Kräuter, Dill, Thymian, Rosmarin, etwas Salbei und eine Knoblauchzehe habe ich hier und etwas Frühlauch bzw. Frühlingszwiebeln. Dann nehmen wir etwas Butter
ab in die Schüssel damit. Wir brauchen gar nicht so viel. Die Kräuter als auch die Frühlingszwiebeln dazugeben. Und das Ganze vermengen. Salz und Pfeffer können wir direkt mit beigeben und lässt sich das schon mal besser unterarbeiten. So. Das soll ruhig so ein schöner Kräuterbutterklumpen werden. Also nicht wie Kräuterbutter, sondern eher wie Butterkräuter. So sieht das Ganze aus, also eine sehr kompakte Masse. In etwa so, wie wir es auch in dem Format gesehen haben, als wir mit dem Martin von Smoking Aces und den fliegigen Fischern abends gegrillt haben. Da war die Masse relativ ähnlich. Also das Verhältnis von Kräuter und Butter ruhig etwas unausgewogen. Mehr Kräuter als Butter. Und da ich das Brötchen brauche, wo die Gurken als auch das Fenchelgemüse drin ist, gebe ich das schon mal hier rein. Das legt die Kräuter auch ruhig da rein. Nehme mir hier ein ganz wenig von der Kräuterbutter und streiche den Boden meiner kleinen Wanne hier ein. Gar nicht so viel. In etwa so sollte das Ganze aussehen. Nun gehen wir her und legen unseren Ludemeer in das Pfännchen und füllen unsere aufgerollten Fischfilets. Moment. So, der Ludemeer kommt in das Pfännchen und nun gehen wir her und nehmen unsere Butter-Kräutermischung und drücken diese in die aufgerollten Fischfilets. Und jetzt erkennt man auch, warum das Einschneiden der Filets Sinn gemacht hat, weil die Butter wird sich beim Garen natürlich verflüssigen und gibt den ganzen Geschmack an das Fischfilet ab. Ruhig ein bisschen üppig da rein, es schmilzt sowieso runter. Und wir haben dann eine schöne Geschmacksexplosion. Auch wenn ich den Fisch jetzt nicht für mich mache, sondern ich nachher einen Gast erwarte, kann ich den ja trotzdem richtig geil machen. So. Und nun darf der schon auf den Pellet Smoker. Den habe ich auf 120 Grad eingespielt. Der läuft auf Hickory-Rauch. Und da bleibt er jetzt für roundabout 30, 35 Minuten drin. Der Fisch ist nun auf dem Pellet Smoker. Dann gehen wir also her, halbieren unsere Zitrone. Die gebe ich direkt auf die Plansche und lasse sie dort etwas anrösten. Dadurch, dass sie Hitze bekommt, verändert sich die Aromatik von der Zitrone komplett. Die wird viel süßer, verliert so ein bisschen die Säure und ist nicht mehr ganz so intensiv. Hier haben wir jetzt unser Fenchel-Gurkengemüse. Dort habe ich schon zwei Stippen Butter dran gemacht. Die werde ich jetzt etwas unterarbeiten. So, dass die Butter auch überall an dem ganzen Gemüse so ein bisschen dann vorbeigelaufen ist. Etwas Salz darf natürlich auch nicht an dem Fenchelgemüse fehlen. Klein wenig Pfeffer, gar nicht so viel. Und wenn man schon sieht, die Zitrone schon ordentlich auf der Plansche angezogen. Wenn die Zitronen in etwa so aussehen, gehen die runter von der Grillplatte und oben aufs Warmhalterost. So, der Fisch ist jetzt 5 Minuten vor fertig. Jetzt gehen wir her und geben unser Gurken-Fenchel-Gemüse auf die Sizzle und rösten das Ganze ordentlich mit Schmackes an. Für die Garnitur nehmen wir einfach so ein paar Tomatenrispen, damit wir auch nachher ein schönes Farbspiel haben, und geben diese direkt auf die Plansche. Ja,
etwas Speiseöl dran. Das Fenchelgemüse röstet jetzt circa seit 3 bis 4 Minuten. Zeit für uns, die Spezialmischung überzugießen, so etwas zu flambieren. In der Spezialmischung sind 100 Milliliter Gin, Hendrix Gin habe ich genommen, und 2 Esslöffel Ahornsirup. Durchschwenken, man sieht, da steigen ordentlich Flammen hoch. Ruhig noch mal ein bisschen. Schaut mal, ist das nicht ein Träumchen? Könnt ihr das gut sehen? Ich schaue noch mal hier. Eieiei. Da krieg ich richtig Bock. Da krieg ich Bock. Das Fännchen steht, der Fisch ist fertig. Wir werden den jetzt direkt ins Fännchen geben. Und wenn das nicht klasse aussieht, ha? Das macht Spaß. So. Schön rein mit dem Gemüse, links und rechts. Ich probiere einmal. Oh ja. Gemüse ist ja somit das Einzige, was ich von dem Teller essen kann. So, und damit der eine anguckt, können wir ruhig das Gemüse so etwas hier runterpacken. Und das Schöne ist, wir können die Tomaten jetzt etwas zerdrücken und haben dann schon eine 1A Soßengrundlage dafür. Jetzt quetschen wir unsere angeröstete Zitrone aus und geben den Saft als auch das Fleisch etwas über den Fisch. Und die andere Zitrone setzen wir einfach ab. Na, wenn das mal kein schöner Teller ist. Unsere Pinwheels vom Loup de Mer, gefüllt mit Kräutern und einem Gurken-Fenchelgemüse. Ja, ich werde das jetzt mal meinem Gast servieren. Durch meine Fischallergie bin ich raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es lädt allein schon optisch ein zum Nachgrillen. Ja, viel Spaß dabei. Zum Finish noch mal ein bisschen Salz drüber, etwas Pfeffer. Und dann war es das auch schon. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt King Size Barbecue. Unsere Loup de Mer Pinwheels sind ein Kracher. Der Teller sieht grandios aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr werdet es nachgrillen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und ja, ich bin gespannt, was Schweden noch in dieser Woche für mich zu bieten hat. Ich wurschtel mich dadurch. Ihr dürft gespannt sein. In diesem Sinne, Rocket und alles Gute euch.